Wow, dieser atemberaubenden 258 km/h, die wir hier maximal schaffen. Oh, oh, da kommen sie. Gas geben! Komisch, der Wagen hat mich damals viel schneller gemacht. Ich weiß gar nicht, welche Version ich da spiele. Ich glaube, Version 1.0. Irgendjemand hätte gesagt, wenn man beschleunigt, also wenn man Nitro nimmt, dann wird man aber auch richtig schnell. Nicht einfach so lächerliche 260 km/h. Immer wieder die gleiche Mucke. Das Spiel ist ja eh schnell durch. Müsst ihr ja wissen. Das Spiel ist wahnsinnig schnell durch. Ist übrigens das der einzige Autobahnraser-Teil, den ich hier auf den Hauptrechner spielen werde. Deshalb, ich hatte da nur so ein kleines Problem mit dem Intro. Und wir fahren weiterhin nur zwei Runden. Nur zwei Runden. Mehr gibt's nicht. Polizei. Wo ist sie denn? Da. Oh, die kann nicht mehr zurückfahren. Die hat keinen Rückwärtsgang mehr. Ah, schade. Mein Artikel für die PC-Player wurde nicht angenommen. Ich fand StarCraft so scheiße und die haben es nicht angenommen. Ja. Arme Sau. Vielleicht warst du dann auch jemand, der Call of Duty schlecht bewertet hat und die Journalisten wollten das einfach nicht wohlhaben. Na wohl, 2002 war ja noch eine Zeit, wo es einen guten Call of Duty-Teil gab und im Hintergrund wartet da offenbar ein Bonusauto, aber die Reifen gucken seltsamerweise durch. Die Grafikfehler sind mir hier richtig suspekt. Ohne Mist. 12.30 Uhr, überwiegend klares Wetter. Und wir können uns das Tuning leisten. Pam! So, Maximum an Tuning haben wir erreicht. Mehr gibt's leider nicht. Wir können keine volle Beschleunigung, wir können keine volle Geschwindigkeit haben, wir können kein volles Fahrverhalten haben, wir können keine vollen Bremsen haben, wir können keine volle Robustheit haben. Alles kriegen wir nicht. Das ist Pisse, das ist Kacke. Ja, Pisse eigentlich. Das ist voll Pisse, deshalb fahre ich jetzt in Pissgelb. Piss, 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 Piss. Wir haben übrigens keine Kennzeichen mehr. Und... Juhu! Ich hab euch vorausgetrickst. Brems nicht, fahre gefälligst. Du willst ein Rennen gewinnen, musst du Gas geben. Wie der Hamburger so schön sagt, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. So, das war die Weisheit des Tages von Radio Switch. Um es aber noch etwas präziser zu machen, die nächsten Tage werden heiter bis wolkig mit Temperaturen bei etwa 20 Grad. Gegenverkehr! Wow! Wir können die LKWs ja einfach so wegbashen, wie es nur geht. Oh, ich fange auch schon so an. Das heißt wegrammen. Nicht wegbashen, wegrammen. Wir sind ja immer noch in Deutschland, also nicht in England. It's prickly in England. Um mal an die guten alten Zeiten zu erinnern. So, da haben wir die Polizei. In einer Nebenrolle. Schon Amsterdam. Jupp. Schon Venedig. Wisstet ihr, dass Hamburg mehr Brücken hat als diese beiden Städte? Ach, sag bloß! Und wenn ihr mir nun auch sagen könnt, wie viele Brücken das ungefähr sind, 17. Spendiert euch Radio Switch FM ein Verwöhnwochenende in einem Hamburger Nobelhotel für zwei Personen. 17 Brücken. Ich weiß es ganz genau. Ja! Also ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, die Musik auszumachen, aber weiß, wie sich das Spiel dann angehört hätte. Die lenken immer so krass. Und ich frage mich eigentlich, warum ich noch Geld einsammle. Eigentlich brauchen wir jetzt gar kein Geld mehr. Ein bisschen was für nebenbei. Rente sichern. Habt ihr schon einmal den Kick erlebt, wenn man an einem Gummiseil 130 Meter in die Tiefe stürzt? Ja. Wollt ihr es erleben? Nein. Radio Switch FM verschenkt an die ersten 10 Anrufer einen Bungee-Jump vom Telemichel. Jetzt anrufen und mal nicht auf Mamis gut gemeinte Warnungen hören. Und das ist noch lange nicht alles. Die ersten 5 Anrufer bekommen dann auch noch zusätzlich eine Möglichkeit, den Radiomoderator in die Fresse zu schlagen. Ja, direkt in die Fresse.
um mal selber an Pult zu sprechen, weil jeder x-beliebige Mensch ist besser als dieser Radiomoderator. Ich will mal nicht hoffen, dass der wirklich Radiomoderator ist. Dann tut mir das unendlich leid. Nicht, dass ihr wollt, dass ich beim Radio arbeiten soll. So, parken wir mal an der Seite und da ist der Polizeiwagen. Der fährt einfach schön vorbei. Wie als hätte er sofort vergessen, dass wir mal gerast haben. Wir haben schon wieder eine Bestzeit erreicht. Wir können die Julia mal wieder streicheln. Und wir können natürlich auch mal den Jens streicheln. Dafür, dass er so tolle Artikel schreibt als Journalist. Hamburg, gibt's da überhaupt irgendwelche Spielemagazine? Ich fällt mir gerade gar keine ein. So, München. 21 Uhr. Meine Güte, es wird schnell spät. Wie gesagt, wir brauchen echt keine Upgrades mehr. Frage mich, wozu wir noch Geld sammeln. Ein bisschen, um Schaden zu reparieren. Naja. Können die Kohle verprassen in einem Puff. Wir sind ja eh alleine hier unterwegs. Ist ja gar kein Beifahrer da. Ich finde seinen Scheinwischer übrigens total toll. Den von Jens. Ich glaube, man kriegt nur Schaden, wenn man Autos anrammt. Das ist jetzt irgendwie meine Befürchtung. Geld. Nitro. Alter, was ist denn? Wusstet ihr eigentlich, dass über 50% aller Haushalte in München von Singles gestellt werden? Radio FM organisiert gegen diesen skandalösen Zustand erneut die berühmt-berüchtigte Brezel sucht Weißwurst-Party. Igitt. Nächsten Freitag ab 21 Uhr im Bunker im Kunstpark Ost mit jeder Menge Live-Acts und Fun. Wir vergeben dazu je 2 Freikarten an die ersten 10 Anrufer. Also ran an die Drehscheibe. Welche Drehscheibe? Junge, wir sind im Jahr 2002. Hallo. Wir sind im Jahr 2002, da gibt es schon gar keine Drehscheiben mehr, geschweige denn nur Retro-Telefone mit einer echten Drehscheibe. Es gibt übrigens keine richtigen Retro-Telefone mit einer Drehscheibe, habe ich noch nie gesehen. Nur mit so einer Pseudo-Drehscheibe. Mit Tasten. Kreisförmig angeordnete Tasten, das hat schon mal nicht funktioniert. Bei Nokia zumindest. Wir dürfen weiterhin nur 2 Runden fahren, also wenigstens durfte man bei Gruppe C in Autobahn Raser 2 da 3 Runden fahren. Die heißesten Rhythmen und den größten Schmarrn zu hören gibt. Genau bei Radio Switch FM. Ich dachte bei anderen besseren Radiosendern. Das ist ja echt 1 Live-Niveau. Und hey, mein Kumpel sagt schon, dass 1 Live total mies ist. Also immer so Rotzmusik spielt, aber bestimmt ein gutes Comedy-Programm. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ihr für so Radiosender hört. Ihr könnt ja schreiben, was ihr für einen besseren Radiosender kennt als den da. Oder vielleicht einen gleich schlechten Radiosender. Höre ich mir den mal an. Und kann dann euch mal eine Meinung darüber geben, ob der wirklich schlecht ist. Und höre ich mit dem mal 1-2 Stunden an, wenn es geht. Und dann, ja, kann ich mal eine Meinung darüber bilden. Wenn der so einen Stream hat. Achtung, Achtung, es erfolgt eine wichtige Mitteilung. Da die Biergärten aufgrund des nassen Sommers zu leer sind. Die Fresse. So. Schon wieder eine Bestzeit. Wir knacken dauernd Bestzeiten. So, jetzt ist der Jens mal da. Jetzt sind nur Männer anwesend. Und der Manfred ist ja gar nicht mehr da. Welche Überraschung. So, wir haben Paris freigeschalten. Paris. Die Stadt der Träume. Keine Ahnung, wie die nochmal sprechen. Oh, Paris. Oh, schönes Paris. 6.30 Uhr. Schon wieder Hauptstraßenraser. Wir haben Schaden. Und ja, das brauchen wir ja gar nicht aufkaufen. Nehmen wir mal in Weiß. So, Paris, die Kriegsverweigerer und Renault-Fahrer. Ja. Endlich andere Musik in Paris. Und französische Moderatoren. Ich verstehe nicht kein Wort. Dose, du hattest Französischunterricht. Vielleicht kannst du ja entziffern, was der sagt.
Alors faites comme moi, baissez les vitres, montez le volume et détendez-vous sur la Radio des Mega Hits. Radio des Mega Hits kann ich noch entziffern. Das heißt bestimmt Radio mit Mega Hits. Sind aber gar keine. Naja. Mogelpackung sozusagen. Ja! Ich frage mich, warum ich das überhaupt noch einsammle. Wenigstens mal andere Musik. Ach, da hinten musste man fahren. C'est une info ultra confidentielle. Rien que pour les branchés de la radio des mégahits. Tous les parcs maîtres de la rue Saint-Denis sont hors service aujourd'hui. D'après mes infos, ils peuvent envoyer personne avant demain. Je vous ai rien dit, hein? Oh, et puis allez, c'est bon hier, non? Oui, hier, radio des mégahits mit des scheiße Hits. Aus der scheiße Charts. C'est toujours gris un peu partout en France, de gros nuages qui apportent encore de la pluie sur le nord et le centre. Rayon de soleil prévu en fin d'après-midi près de la Grande Bleue. 15 degrés à Paris, Cherbourg et Lyon. Ich glaube, das ist ein Partnersender von Radio Switch FM aus Deutschland. Aber hört euch mal die Qualitätsunterschiede an. Völlig hohe Qualität. Das ist ja ungefähr so, wie wenn man das Internet vergleichen würde. Internetverbindung durchschnittlich in Deutschland und Internetverbindung durchschnittlich in Frankreich. Ich glaube, da sind die 100-mal besser als hierzulande. Wirklich mal von 64 auf 320 Kbit pro Sekunde. Warum der jetzt so spontan einen Unfall gebaut hat, weiß ich selber nicht. Bei dem Spiel darf ich ja bloß nichts fragen. Sont en concert à Paris cette semaine avec la radio des Mega Hits. Certains auditeurs ont déjà gagné leur place et pas n'importe où. Directement dans les coulisses pour assister au concert. Ja, es kommt mal wenigstens andere Mucke. Ist leider schon vorbei. Naja. So, da haben wir Paris abgeschlossen mit dem ersten Platz. So, haben wir auch wieder eine Bestzeit erreicht. Wir wollen mal wieder Jens und Thomas streicheln. Wir sind immer auf dem ersten Platz. Grundsätzlich immer. So, wir haben London 1 freigeschaltet. Wir haben wieder totale Punktzahl von 40. Wollte die totale Punktzahl. So, wir fahren jetzt durch London. 9.45 Uhr. Klares Wetter. Klares Wetter in London. Das ist ja fantastisch. Wir haben Schaden. Die Liniendarstellung ist übrigens fantastisch. Da unten ist das voll ausgefüllt, aber hier ist das so ein kleiner Strich, so ein mikroskopisch kleiner Strich, den man ja dank der Qualitätssteigerung ja super erkennen kann. So, da ja in London normalerweise Pisswetter ist, fahren wir dafür auch passenderweise in der Pissfarbe gelb. Obwohl Regen eigentlich nicht pissgelb ist, das sieht ein bisschen ekelhaft aus. Oh naja, so. Oh, Partnersender wahrscheinlich. Wir könnten das ein bisschen besser verstehen, weil wir sind in England. Und Achtung, wir fahren auf der falschen Seite. Wie viele die jetzt grüßen wollte. Hey, die Show hat mehr Humor. Aber es gibt Leute, die lieben diese Show. Okay, listen to this. I'm reading in the paper this morning, you get caught on CCTV an average of 300 times a day. Now that's once every 2 minutes, right? And with zooms and night cams, it says they can get you and a close-up of your face. So be good. If you can't be good, be somewhere else. Ja, mich wundert es übrigens hier auch, dass es Türen gibt. Höher gestellte Türen, aber keine Treppen. Okay, just coming up to 9:15 on a beautiful spring day. We have Fraz on the line. How are you, Fraz? Alright, mate. Parked up near Oxford Street on a double yellow and I got a traffic warden. Licking her pencil. Yeah, go on, love. Right, now. Oh man, that's a bad way to start a fine day. Nah, it's alright. I'm gonna have to ask.
bay, man. Way to go. You're a glass half full kind of guy, Fraz. Yeah. Okay, listen to this.